nach Farmsen. Von Rahl steht nach Farmsen gefahren. Da war ich 20. In ungefähr 20 Minuten. Und los. Ich sehe schon, das wird ein unglaublich spannendes Video mit sehr abwechslungsreichen Bildern. Wir sind jetzt bei 2 Minuten 30. Das sind ungefähr ein Sechstel der Gesamtstrecke. Da wird Ivan von einem HVV-Bus der Hochbahn überholt. Ja, man darf sich davon nicht ablenken lassen. Ivan bleibt zuversichtlich. Auch ein überholender Radfahrer kann ihn nicht stoppen. Seinen eisernen Willen kann er die Höchstleistung übertrumpfen heute. 20 Minuten war der letzte Rekord. Die Wetterbedingungen sind nicht ganz so ideal. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Und da kommt uns eine rote Ampel in den Weg. Ob er die Zeit noch rausholen kann oder reinholen wird können, wir wissen es nicht. Er macht sich schon mal bereit, geht in die Startposition. Noch sind zu viele Autos auf der Straße. Keine Chance für Ivan. Es ist auch momentan keine Straßenlücke, keine Autolücke zu sehen. Was sagt die Ampel? Die Ampel sagt immer noch rot, immer noch grün für die Autos. Grün für Hamburg. Grün für Hamburger Autos. Ah, das kann noch einige Weile dauern. Wird eng. Wird eng, genau. Jetzt ist grün.
Und da würde ich sagen, wählt Ivan die richtige Entscheidung. Er wählt den Fahrradweg auf der Straße. Das ist natürlich eine sehr geschickte Methode, um das Rennen zu machen. Natürlich fordert er damit heraus, neben den Autos zu fahren, aber ich denke, er packt das. Er hat sehr gut trainiert dieses Jahr. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. 10 Sekunden hat er schon wieder reingeholt. Jetzt haben wir hier vorne ein Hindernis. Das ist der berühmte schwarze Bus. Gehört immer zu diesem Lauf dazu. Ja, den hat er gemeistert. Da hat er letztes Jahr Schwierigkeiten gehabt. Aber daraus hat er gelernt. So. Da kommt das Opa-Hindernis. Ja, auch wunderbar gemeistert. Und jetzt wunderbar geschmeidig an der zweiten Ampel vorbei. Idealzeit. Ein Blick auf die Zeit. Ja, 20 Sekunden eingeholt. Noch ist es möglich. Naja, zumindest wird er die gleiche Zeit wie letztes Jahr schaffen. Da bleibt er stehen. Was ist jetzt? Bleibt er stehen? Ich kann es nicht genau im Bildschirm erkennen. Bleibt er stehen? Nee, es geht weiter. Gut. Ja. Dieses Jahr macht er Werbung für Cannabis und Injection. Das sind seine diesjährigen Sponsoren. Ja, letztes Jahr war es Coca-Cola und Fanta und Mezzomix. Aber die sind dann abgesprungen. Hier nochmal ein schönes Bild im Profil, ein schönes Bild. Schauen Sie sich das an, liebe Zuschauer. Nochmal hier nochmal die Zeitlupe. Ja, das ist immer auch so eine Sache im modernen Sport, dass man mit dem Kameramann nicht in die Quere kommt. Aber auch das gehört dazu zum Training. Ivan hat ein spezielles Trainingsprogramm und hat immer einen Kameramann dabei, gerade um für diesen Fall vorbereitet zu sein. Jetzt kommt die Kurve. Das ist eine 90 Grad Winkelkurve. Ja, die packt er. Gute Kurvenlage. Und jetzt kommt... Ah, die Hindernisse sind schon weg. Gut, das hat sich von selbst erledigt. Okay. Jetzt kommt der Stau. Geschickt rechts am Stau vorbei. Wenn er jetzt noch die Ampel schafft. Ah, da wird die Ampel rot. Oh, jetzt wird's eng. Um es mal mit Ivans Worten auszudrücken. Ja, hier müssen wir leider eine Pause machen. Die Ampel ist rot. Ivan, was sagt das Gefühl, was sagt das Bauchgefühl? Ja, Kinder,
Und es ist grün, wir müssen weiter. Es wird auf jeden Fall knapp, es wird auf jeden Fall knapp dieses Jahr in der Deutschland-Tournee. Dieses Jahr Hamburg und Rahlstedt. Nächste Ampel. Kommt die schwierigste Hürde. Die zwei Kinder mit dem Hund, die singen. Doch. Ah, dieses Jahr hat er wohl Glück gehabt. Da sind die Hürden nicht ganz so frontal in den Weg gekommen. Oh, kurzer Stopp, Reifenwechsel. Ja, und in dem Boxenstopp sind heutzutage 2019 die Reifenwechsler so schnell, dass man sie gar nicht sieht. Ivan benutzt übrigens Reifen von Jive M Quickie. Schuhe von Nike Puma. Da kriegt Ivan Anweisungen übers Headset von seinem Trainer. Geradeaus fahren, sagt er. Ich habe es hier in meinem System, ich kann das mithören. Ja, in dieser Schlussstrecke, das ist die Endstrecke.